Gut, weiter geht's. Das war doch schon ein guter Einstieg in der letzten Folge. Wir sind jetzt also in der Kampagne mit Rylak angekommen. Endlich! Wir könnten uns Verteidigung holen, wenn wir euch angreifen. Das mache ich jetzt einfach mal. Erstmal kriege ich dadurch Erfahrungspunkte, zweitens kriege ich Blutreputation und im Anschluss sogar noch Verteidigung. Besser geht's kaum. Ja, die haben einfach eine gute Verteidigung. Und wenn die sich natürlich nebeneinander stellen, wird's noch schlimmer. 6 bis 7 sterben. Das könnte klappen. Na, nicht ganz. Nächste Runde. Komm, mach mal einen Feuerstrahl. Und dann kannst du die auch umhauen. Na also. Top. Top, die Watte quillt. Kristall nehmen wir mit für den Fall, dass wir eine Festung finden. Dann holen wir uns die Schatztruhe. Mit Gold. Davon haben wir im Moment zu wenig. Du bist ein Erdelementar. Ich will dich angreifen, weil ich nicht weiß, was das dahinter ist. Vielleicht wieder irgendeine Fraktionsfähigkeit. Zaubern können wir nicht. Dann greifen wir so an. Da könnte auch noch einer sterben. Und du bist nicht mehr dran. Du wurdest geblockt. Das ist ja fies. Okay, wenn wir den angreifen, stirbt er. Du wartest kurz. Geschafft. Ja, ja. Mit Strategie klappt alles. Ist fast wie Schachspielen hier. Seelengift Schmelztiegel. Alle Feindkreaturen werden zu Beginn einer Schlacht mit dem Effekt vergiftet belegt. Bewirkt 50 Schaden in jeder Runde und vermindert die Initiative um 5. Aha. Die Wirkung hält 3 Runden lang an, kann einmal pro Woche besucht werden. Außerdem kriegen wir das Zwergenschild. Wir holen uns unsere Magie und gehen dann an die Oberfläche. Sieh mal eine an. Klappt doch. Sehr schön. Ja, wir könnten ihn treffen. Oh, schöner Treffer. Nee, du machst jetzt erstmal nichts. In der nächsten Runde. Da können wir nochmal drüber nachdenken. Einer tot. Und tschüss. Ja, ich wusste, dass er stirbt aufgrund der Vergiftung. Ach, und er ist auch wieder auf seinem Reittier unterwegs. Sich jetzt erst diesem komischen Echsenvieh. Das Licht. Ah. Nur die Ruhe, Prinz. Die Blindheit wird vergehen. Später. Was entgeht mir denn? Talat kann sich seit unserem Exil nicht so sehr verändert haben. Man nennt es nicht mehr Talat. Jetzt heißt unser altes Land Schwarzast. Es sieht kaum anders aus, abgesehen von den menschlichen Würmern, die sich die Hälfte angeeignet haben. Dies ist jetzt imperiales Gebiet. Talat wird jetzt von Menschen bewohnt? Silzai bekäme einen Anfall. Andererseits hattet ihr immer eine Schwäche für diese Rasse, zumindest für die hübschere Hälfte. Ihr wisst, dass es nicht so war. Außerdem ist sie jetzt tot. Zeigt ein wenig Respekt. Genau. Neues Ziel verfügbar, findet den Engel Erael und nehmt sie gefangen. Erstmal nehme ich die Kristalle gefangen. Angreifen! Gut, das ist einfach. Das ging wirklich zu einfach. Na, ich bin ja gespannt, was die ganze Kampagne hier noch für uns vorbereitet und an Überraschungen bereithält. Das ist doof hier. So, dann ist schon mal ein Teil weg. Der ist ganz weg. Sehr gut.
Und einer stirbt noch. Dann haben wir schon geschafft. Warum warst du unsichtbar? Kannst du mir das mal sagen? Ich habe dich gar nicht unsichtbar machen wollen. Gut, mehr Bewegungspunkte. Jetzt sollten wir erstmal eine Stadt oder sowas finden. Ein Schleicher. Iris, wo sind eure Begleiter? Kundschafter wären nun sehr praktisch. Ich habe sie in drei Gruppen eingeteilt und auf Erkundung geschickt. Unter Malassas Schatten werden sich unsere Wege kreuzen und dann schließen sie sich uns an. So wie jetzt zum Beispiel. Hier ist noch ein Artefakt. Allsehende Krone. Das nehmen wir mit. Wir sollen wahrscheinlich die Schleiche auch einsammeln. Geschafft. Ja, gekonnt ist eben gekonnt. Allsehende Krone. Kundschaftradius plus 1. Alle durch den Helden gewonnenen Erfahrungen steigt um 2%. Ja, okay. Annehmen. Sehr gut, die ersten haben wir gefunden. Dann holen wir uns noch Angriff dazu. Sehr schön. Gut, jetzt bin ich erstmal dran. Und dann dürft ihr. Gewonnen. Perfekt, weiter geht's. Ja, Angriff und Verteidigung holen wir uns später noch. Das wird jetzt zu gefährlich. Gefahrdurchschnitt, das will ich nicht riskieren. Ring der Beschwörung, den haben wir schon mal gefunden. Gut, gibt auch nochmal 20 Mana. Und euch muss ich besiegen. Ach. Nochmal 5 Ritter. Aber wir haben ja auch mehr von denen. Das ist dann in Ordnung. Sehr schön. Ich würde sagen, das war's. Perfekt. Ich spüre, dass der Reliquienschrein sehr nahe ist. Und das gilt auch für den Engel. Aber ihr müsst euch beeilen. Die Lage wird stündlich ernster. Schön, dass du mich darauf hinweist. Vielen lieben Dank. Hier können wir uns noch Magie holen. Oh, ich höre die Musik der Elfen. Die Greifen müssen weg. Da vorne. Da war etwas Besonderes. Das brauchen wir. Greif mal bitte so an. Okay. Gewonnen. Magie bekommen. Und jetzt ist der Engel dran. Nein, ist er nicht. Wir holen erstmal euch. Verteidigung könnten wir uns noch holen. Ich speichere an dieser Stelle einfach mal, weil ich nicht weiß, wie stark er sein wird. Zur Sicherheit. Und auf geht's. Ist hier... Ja, hier ist eine Festung. Das ist schlecht für uns, zumal sie schon Stufe 7 ist. Und ich kann nicht zaubern. Wurde jemand geheilt, wie auch immer.
Sehr gut. Er hat sich schon wieder geheilt. Die heilt sich andauernd. Okay, das war's. Gewonnen. Schade, dass wir ein paar Leute verloren haben, aber so geht's nun mal. Bleib zurück, Elfen. Ihr müsst Erael sein, die neue Rekrutin des Ordens vom Reliquienschrein. Das stimmt. Diese Ehre wurde mir zuteil. Gut, ihr werdet mir helfen, dorthin zu gelangen. Ihr könnt träumen, Scharge Malassas. Der Reliquienschrein ist ein heiliger Ort. Ich breche meinen Eid, würde ich euch gestatten, seinen heiligen Boden zu besudeln. Wir werden die Antworten von euch bekommen, sobald wir vor dem Reliquienschrein stehen. Solange seid ihr unsere Gefangene. Ihr könnt es versuchen, Elf. Engel können nicht lügen, aber das heißt nicht, dass ihr mich zwingen könnt zu reden. Das ist auch wieder wahr. Erreicht das Portal zum Reliquienschrein. Das soll hier oben sein. Offensichtlich kann man hier nicht durch, um da noch hinzukommen. Das heißt, wir müssen hier irgendwo ein Portal finden. Aber vorher seid ihr dran. Eilak, ich höre Geflüster. Die Nachricht von eurer Anwesenheit hat die umliegenden Städte erreicht. Sie senden Truppen, um euch aufzuspüren. Ihr müsst sehr vorsichtig sein. Ich versuche mein Bestes. ...35 Wächter, die irgendwie nicht aufzutauchen scheinen. Auch sowas ist natürlich Bestandteil von Might and Magic Heroes 6, dass es nicht immer klappt, was wir hier gerade machen. Gut, dann sehen wir uns im nächsten Part. Ich danke euch vielmals fürs Ansehen und bis gleich.